Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der General Scientist zusammen mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das hat hier. Jensi C. John. Gut, hier gibt es nichts mehr zu tun. Warum habe ich dann da das Symbol? Oh. Pflichten eines Champions. Ich fürchte, unser König verliert sich mit jedem Tag ein wenig mehr. Er ist lediglich ein Schatten seiner selbst, ein brodelnder Vulkan aus Furcht, Hass und Paranoia, der in jedem wachen Moment auszubrechen droht. Ich fürchte, wir werden ins Verderben geführt. Wir haben den Nebel bezwungen und wurden von diesen schönen Landen begrüßt. Doch der König und seine Untertanen sahen in diesen Inseln nichts als Futter für ihre Gier. Nun sind wir Eindringlinge, keine Besucher mehr. Leider bin ich dem König verpflichtet. Ich bin sein Champion. Doch zumindest habe ich sie an meiner Seite. Sie ist der einzige Grund, warum ich noch bei Verstand bin. Der einzige Grund, warum ich mich sicher fühle. Mit ihr an meiner Seite weiß ich, dass wir diesen Sturm überwinden werden. Meine Liebste. Mein Kalista. Okay. Die Geliebte von... Der Geliebte wahrscheinlich von Kalista. Wenn ich jetzt ein bisschen fitter in der Lore wäre, wüsste ich wahrscheinlich, wer das ist. Amulett verwenden. Schutzzauber zu mächtig. Ich kann die Tür nicht öffnen. Okay. Werde ich hier geblitzt, Dings? Nein. Eigentlich muss ich jetzt nicht kämpfen. So, das ist so ein Teleporter. Ah, na gut. I have no fear. Drei Wellen gleich. Na, warum denn auch nicht? Dann, fangen wir mit dem an. Sorry. Gotcha. Not even breaking sweat. Aha. So, gut. Die Heilung haben wir jetzt nicht unbedingt gebraucht. So, Brown kann also hier seine Verteidigung hochziehen. Gleich mal aus dem Spiel nehmen. Weiter verteidigen. Dead and buried. Haben wir das Thema erledigt. Können wir den auch gleich mit dem Debuff versorgen. Weiter verteidigen. Wieder so. Zack. Who's next?
2 warten. Wir warten auf Ulti Stufe 2. Dann lösen wir die hier aus. Now it's my turn. Crit-Chance ist gerade für die Tentakel ganz witzig. Und sie darf gleich nochmal. Dann können wir hier auch noch den Kopf verteilen. Another one down. Noch darf man keiner verteidigen. That'll teach ya. So, 2300, 2600, so. Dann ist der gleich hinüber. Tatsächlich nochmal nachpassen. Ich hätte gedacht, die Tentakel schaffen es alleine. Na gut. So, was haben wir hier? Langsam wird die Defensive von Braum tatsächlich wichtig. Wir verteilen erstmal wilde Kugeln unter den Armen. Die Waffen auch behalten. Ich kann gehen da mit ihr. Wenn auf Stufe 2 warten. Stufe 2 ist dann ein bisschen angenehmer. Warte mal. Lass mich doch das Feld scrollen. Okay, keine Anwendung über die Schadenslane. Das kriegen wir hin. Preparation is key. Mit der Ulti schon fast gar nicht mehr. Der eine hier ist ja quasi überflüssig. Nehmen wir die Stufe 3 Ulti, sobald wir in der nächsten Welle sind. Das ist auch okay. Kann Braum sich mal ein bisschen beteiligen hier. Jetzt, dann reicht es. Ja, locker reicht es. Welle Nummer 3. Ja, dann lohnt sich das. How generous. Back to it. Aua. Das tut dir direkt weh. Gucken wir mal.
verteilt um 60%. Nee, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wir können jetzt eigentlich hier mal das so machen und dann rufen wir mal hier das Schiff. Das ist sehr konzentriert eingeschlagen. Aber ich will mich ja nicht beklagen. Too slow. Wir verteidigen weiter. I'll remember this. Your final lesson. Und wahrscheinlich kommt er dann nicht mehr an. Gute Nacht, King Eyes. Schön, dass du da warst. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Oh, es hat er sogar überlebt. Wer hätte damit gerechnet? Schlägt er sich dann nochmal zurück? Unerhört. Nur Overkill. You're done. You tried. So. Meine neue Arbeit, 1 von 5. Gute Güte. Das deutet so ein bisschen an, dass wir hier noch das ein oder andere zu erkunden haben. So. Heute ist es soweit. In einer besseren Welt würde ich unter den Meistern von Helia Karriere machen. Stattdessen werden mir die Pflichten eines Kammerwächters auferlegt. Widerlich. Ich war Klassenbeste. Ich verdiene Besseres. Aber wahrscheinlich kann ich mich auch bei dieser niederen Beschäftigung amüsieren. Meine Aufgabe ist es nun, verschiedenste Artefakte und Folianten zu evaluieren und zu katalogisieren, die in unseren Schatzkammern aufbewahrt werden. Schon beim ersten Blick auf ihre Architektur sind mir 1000 Ideen für mögliche Verbesserungen in den Sinn gekommen. Ich werde diesen Wächtern zeigen, was ein scharfer Geist in diesem Beruf bewirken kann. Grey, Wächter der Schwellen. Habe das Gefühl, Grey war zu schlau für seinen Job und das ist nicht gut bekommen. Meine neue Arbeit 2 von 5. Ich habe erst einige Wochen in meiner neuen Anstellung zugebracht und musste bereits Zeuge einer tödlichen Begegnung mit einem der Objekte aus den Schatzkammern werden. Der Schlüssel des Herzens muss gemäß seiner Unterlagen alle 39 Stunden im dazugehörigen Schloss umgedreht werden. Zu jeder anderen Zeit kann man ihn verwenden, um jedwedes verschlossene Objekt aufzuschließen. Die enttäuschend faule Gepflogenheit der Wächter ist es jedoch, ihn während der Dienstzeit zu nutzen, um sich durch das Labyrinth der Schatzkammern zu bewegen. Wächter Eims versäumte es, ihn zum rechten Platz in den Kammern zurückzubringen und ihn zur rechten Zeit im Schloss zu drehen. Der Schlüssel wurde seinem Namen gerecht und suchte das nächste Herz, nämlich das von Eims, und drehte sich. Was er aufsperrte, werden wir nie erfahren, denn Eims überlebte diese Erfahrung nicht. Ich habe damit begonnen, die Unterlagen sich hinsichtlich der Nutzung und Wartung des Schlüssels zu erweitern. Eims Tod war unnötig, aber wenn wir von seinen Fehlern etwas lernen können, dann könnte sein Tod doch noch etwas Gutes bewirken. Grey, Wächter der Schwellen.
So, eine lebende Seele, die frei umherschreift, die Illusion der Hoffnung, oder vielleicht hast du es ja eigentlich ins Grab zu kommen. Ich weiß nicht, wer du bist oder wie du es hier reingeschafft hast. Aber anderen von dir ist es auch gelungen. Sie sind alle tot. Sie ist wie ein Riegel da. Lass mich raus. Der Untote macht einen verzweifelten und schwachen Eindruck. Eine gezackte Narbe auf seiner Stirn schimmert in einem unheimlichen Licht. Es ist Harry Potter! Wir haben Harry Potter gefunden! Was ist das für eine Narbe? Ach das, da hat Thrash ein wenig an mir gearbeitet. Zu meinen Lebzeiten habe ich oft gelogen, deshalb nahm er mir die Fähigkeit zu lügen. Hat sie einfach rausgeschnitten. Weißt du, wie schmerzhaft die Wahrheit sein kann? Ich habe mich stets selbst belogen, aber nun muss ich der Wahrheit ins Auge sehen, auch wenn es weh tut. Woher weiß ich, dass du mich nicht angreifst? Ich würde dich angreifen, ich würde dich töten, wenn ich könnte. Aber ich spüre, dass du stärker bist als ich, deshalb wäre ich es nicht besonders klug. Wie bist du hier gelandet? Ich gehöre zu Thrashs Lieblingsspielzeugen. Deswegen hat er mich hier in seine besondere Sammlung gesteckt. In letzter Zeit experimentiert er mit Erinnerungen, schneidet sie heraus und ersetzt sie mit falschen Erinnerungen. Ich wünschte, er würde mich vernichten. Dann wäre es vorbei. Was gibst du uns, wenn wir dich befreien? Das ist mal eine vernünftige Frage. Ich kann dir nicht helfen, aber ich kenne jemanden, der das kann. Der Diener im Stockwerk unter uns. Er hat die Kraft, dir zu helfen. Er kann dein Schmuckstück aufwerten, dieses blutrote Amulett, damit du an den stärkeren Schutzzaubern vorbeikommst. Aber der arme Kerl weiß nicht mehr, wie das geht. Wie schaffen wir es, dass der Diener sich wieder erinnert? Natürlich mit einer Erinnerung. Und sieh mal einer an, zufälligerweise habe ich eine von ihm. Ohne seine Erinnerung scheint er doch irgendwie zufrieden zu sein, oder? Du könntest ihm seine Erinnerung zurückgeben, damit er dir hilft. Aber was wird das kosten? Wir befreien dich, wenn du uns die Erinnerung gibst. Das ist wirklich das einzig Vernünftige. Ein fairer Tausch. Die Konsequenzen sind hier reine Nebensache. Schön, dass die ganze Zeit irgendwelche blutrünstigen Leute in diesen Kerkern sitzen. Aber rein zufällig, genau der da hat, was wir brauchen. Aua. Uraltes Kinnreif. Oh, wir können Tagebuch abholen. Für Pike. Hier. So, und wie war das mit dem Kinnreif? Hier. Mehr Verteidigung, mehr aber unendlich viel mehr Angriffsstärke. Okay. Längere Angriffsstärke, dafür mehr Ausdauer und Verteidigung. Brauchen wir hier eigentlich jetzt nicht mehr. Hier lohnt sich das noch. So, was haben wir hier Schönes? Der Gefangene dieser Zelle ist nicht untot. Er scheint sterblich zu sein und noch zu leben, leider aber unter furchtbaren Schmerzen. Machen wir mal auf. Ich bin schon so lange, dass ich nicht mehr weiß, wer ich bin. Ich habe ihren Verstand geraubt, zerstückelt. Ich weiß nicht, ob die Stimmen, die ich höre, meine Erinnerungen sind oder Geister, die er beschworen hat. Es ist alles durcheinander. Ein Wirrwarr. Weißt du, er ist kein Vertreter des Todes. Er will nicht, dass du stirbst. Ich wünschte, der Tod käme mich besuchen, bevor Thrash wieder hier auftaucht. Okay. Er muss unsere Schreie, unsere Leiden hören, damit er sie versteht. Seine Allmacht versteht. Ich hoffe, dass ich meinen Zweck für ihn erfüllt habe.
damit er mich endlich frei lässt. Aber du kannst dabei helfen, ja, kannst du. Die Fessel dort hält mich am Leben, hält das bisschen Leben, das ich noch habe. Durchtrenne sie, tu mir diesen Gefallen. Lebensfessel durchtrennen, ja. Ich höre sie, die Stimmen meiner Kinder, sie rufen mich. Wir werden wieder zusammen sein. Auf immer und ewig. Eine Klinge der Verderbnis. Die klingt, als wäre sie für Pike. Die ist für Pike. Und steigert die Angriffsstärke weiter ins Astronomische. So. Dann verprügeln wir jetzt noch hier die beiden Wächter. Aua! Hallo Reti, schönen guten Abend. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Wir verkloppen gerade Roboter. Because Roboter-Verkloppung ist what we do. Und so. So. Dann können wir hier schon mal die Buff austeilen. So, und Braum geht hier mal in die Defensive. Die Zwiebeln ja nur doch ganz gut rein. So langsam haben sie sich durch unseren Tank gefräst. Machen wir. Thank you, Captain. So. Gleich mal von der Crit-Chance Gebrauch gemacht. Ja gut, Braum jetzt nicht so. Der kriegt nur einen Boro-Schlabber. Der ist aber auch sehr kritisch. Schön die erhöhte Crit-Chance. Dann machen wir hier sogar mal mit. Bam! Reichen. Nee, nicht ganz. Aber jetzt.
Ah, die Tentakel haben schon gereicht. Ich sag euch, die Tentakel und Crit-Chance. Das sind sehr kritische Tentakel. Aber das macht sich echt bemerkbar. So, dann gehen wir jetzt noch zurück. Geben dem Diener seine Erinnerungen zurück. Was ist das? Wie hast du mein Verstand? Ich spüre wieder etwas. Dem Diener läuft eine Träne die Wange runter. Nein, nimm sie weg. Bitte. Bitte. Gib mir dein Amulett. Sie verlasst. Was war das? Was ist gerade passiert? Okay. Das war ein bisschen weird. So, nur nicht stehen bleiben. Und hier können wir jetzt durch. Der Schutzzauber dieser Tür ist immer noch zu mächtig. Sag mal. Jetzt habe ich schon das verbesserte Amulett. Was wollt ihr denn noch? Muss ich jetzt dann erst echt zu den Reliktteilen gehen und muss mir das merken? Ja, das geht. Schätze, der Diener hatte kein so tolles Leben. Ja, frag mal, was der Diener für einen tollen Tod hatte. So. Thrashs Allerheiligstes. Oh, Sequenz. He called me a peasant. This pampered king doesn't know how things work in Wildwater. The blood I've spilt, everything I've lost, he has no idea. I have earned my throne too. What? Waking up from your snooze, are you? I see you now, Gangplank. You are a man of destiny. Release me from this sword. We can seek our destinies together. My queen and your kingdom. I'm no fool. I'll summon you when the time is right. When that demon Thresh tells you to. That amulet you carry. Put aside such tricks. Let us rule as one, with my queen by our side. Your queen is dead. Through this amulet, you will serve me. Did Thresh tell you that? I don't need to argue with some long-dead king. I have my triumphant return to plan. Is that demon waiting? My queen, this fool cannot stand between us. I shall crush his soul like an egg beneath my boot and return to you. Schön. Schön. Hier ist doch richtig was los. Aber wie es weitergeht, erfahren wir nicht mehr heute. Ich bin übrigens sehr gespannt, was Riot Forge sonst noch so an League-basierten Spielen rausbringen wird. Ich weiß, sie haben schon so hier und da noch was angekündigt, ne? Irgendwie ein Side-Scroller mit Six und so ein paar andere Sachen.
Aber es würde mich nicht überraschen, wenn wir innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre auch sowas wie zum Beispiel ein Action-Adventure, also so ein richtig, ne? Oder vielleicht sogar ein Souls-like erwarten dürfen aus der Ecke. Ich könnte mir nämlich sehr gut vorstellen, oh, jetzt geht ja gleich gut los. Dass sich das hier auch gut macht, ne? Ich meine, mal ohne Quatsch. Guck dir die Champions an, die es in League gibt, und sag mir, welche davon nicht in Souls-like können. Ich meine ja, okay, Heimerdinger macht sich schwer. Aber Yasuo, Sion, Jarvan meinetwegen sind alles, also alles, was halt in irgendeiner Form ein sinnvoller Nahkämpfer ist, sage ich mal, mit vielleicht nicht so viel Magieanteil, sind alles Champions, die ich definitiv in einem Souls-like sehen könnte. Wir fangen mal hier mit an. So. Wen will ich eigentlich zuerst besiegen? Wir wollen uns, glaube ich, als allererstes um den Angstfresser kümmern. Shall we begin? So. Ja, das war jetzt nicht so beeindruckend, wie ich befürchtet hatte. Kau. Alle drei in die... in den Schildbereich gekriegt. Wunderprächtig. Den macht Miss Fortune gleich kalt. Dann können wir schon mit dem Hexer weitermachen. Und Raum die Verteidigung hochzieht. Ja. Man könnte natürlich auch überlegen, ob sie vielleicht ein Skyrim-artiges Rollenspiel veröffentlichen in der Welt. Auch das kann ich mir durchaus vorstellen. Ist halt dann natürlich, also vom einfach rein vom Umfang, ein entsprechend engagiertes Unterfangen. Aber denkbar finde ich das schon. Dann können wir danach nämlich hinterher ulten. I will not fall. So. Zack. Don't get caught. Na, hat nicht ganz gereicht. Wie ist das, der Tentakel es nicht geschafft hat, aber hier. Guck mal. Kabam. Gotcha. Die Verteidigung wieder hoch. Und dann. Hm.
Wir machen das so. Dann kann sie Howie dann nachfassen. Das war weniger Schaden als gedacht. Hallo LeTV, schönen guten Abend. Bitte schön, LeTV, bitte schön. Ich war sowieso in der Nutzerverwaltung für den Stream und dachte mir, wenn ich die Badges schon habe, kann ich sie auch mal benutzen und habe einfach mal an so ein paar ausgewählte Leute verteilt und dachte, das ist nur fair. Da warst du natürlich ganz vorne mit in der Auswahlliste. So, könntest du jetzt endlich drauf gehen? Hallo Keks! Goddess, guide us. Ja, ich war so frei, einfach mal das Schwert auszuteilen. Ich dachte mir, wenn wir dich den Discord schon moderieren lassen, ergibt es keinen Sinn, dir das dann in meinem Stream zu verwehren. Weil, ne, also, kann der nicht an der einen Stelle trauen und an der anderen nicht. Mist. Da sind hier drei Klöppel dran. Drei Klöppel können wir noch nicht. Vom Layout ein bisschen weird, oder? Ach, das ist hier so ein Kürzelding. Nein! Uhuhuhu. Hallo Fuchs. Und der süße Duft der Lebenden. Jemand ist aus seinem Käfig entflohen. Oh, Jency ist auch da. Ja, Jency ist auch da. Ich weiß, es ist hier auf dem Kanal immer überraschend und so, aber... Ne? Was soll ich sagen? Kind of my job. Eine koboldartige Kreatur kauert über einem Folianten und beäugt dich misstrauisch. Dreist von dir, hier herum zu spazieren. Du bist nicht der erste Dummkopf, der sich Thrashs Willen widersetzt, sagt sie. Der Kobold atmet tief ein und genießt deinen Duft. Mich hat schon seit Jahren niemand mehr besucht. Spielen wir doch ein Spiel. Ich gebe dir ein Band aus meiner Sammlung. Du musst dafür nur ein paar Fragen beantworten. Und zwar richtig. Was passiert, wenn ich versage? Oh, ich werde mir etwas von dir nehmen. Aber nichts, was du wirklich vermissen wirst, sagt er. Nur ein Hauch deiner Essenz. Keine Bange, du lebst. Du wirst das überstehen. Na gut, dann leg los. Interessant, da sind keine Anführungszeichen dran, aber ich vermute, es ist trotzdem wörtliche Rede. Über Generationen hinweg werde ich weitergegeben und geteilt. Man benutzt mich in der Gruppe, aber wenn die Entfernung zu groß wird, nehme ich eine andere Form an.
Schlussendlich entlohne ich dich für deine Mühen. Für meinen Besitzer bin ich eine Art Statussymbol. Okay. Okay. Bis hier bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich um Sprache handelt. Also wird über Generationen weitergegeben, wird in der Gruppe benutzt. Wenn die Entfernung zu groß wird, nimmt sie eine andere Form an. Das nennt man Dialekte. Oder eben dann generell Sprachweiterentwicklung. Schlussendlich entlohne ich dich für deine Mühen. Ich meine, da wird es schwierig von der Interpretation. Ne? Belohnt dich Sprache für deine Mühen? Und für welche Mühen? Für die Mühen, sie zu lernen, würde ich sagen. Ja, irgendwie belohnt sie dich schon. Für meinen Besitzer bin ich eine Art Statussymbol, könnte halt wieder passen. Ne? Die Muttersprache ist schon was Besonderes. Währungen ändern sich unter Umständen aber auch. Das ist richtig, Letevi. Für meinen Besitzer bin ich eine Art Statussymbol. Du hast nicht ganz Unrecht. Es könnte auch Währung sein. Aber wenn wir mal ehrlich sind, auch Kunst trifft durchaus zu. Ne? Kunst kann auch über Generationen hinweg weitergegeben werden. Manche Kunstarten, gerade wenn wir von Musik reden, werden auch in der Gruppe durchgeführt. Und wenn die Entfernung zu groß ist, kann es durchaus sein, dass Kunst sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Ne? Auch Kunst, könnte man sagen, belohnt jemanden für seine Mühen. Und auch für deren Besitzer ist Kunst ein Statussymbol. Also, zum Statussymbol passen nur Währung oder Kunst, wenn du mich fragst. Ja, ich bin geneigt, dir zuzustimmen, Letevi. Ich finde, das mit dem Statussymbol, das könnte ich der Sprache noch zugestehen. Ich finde, der Lohn für die Mühen ist da schwer. Naja, natürlich hast du, wenn du dich um Sprache bemühst, hast du was davon. Aber... Ich würde mit Währung gehen. Währung scheint mir der beste Treffer zu sein. Hallo, Frau Reichenstein. Schön, dass du reinschaust. Währung. Richtig. Okay. Letevi hatte recht. Richtig. Pflanzen wenden sich für ihre Lebenskraft an mich. Ein bisschen von mir liebst du? Gib ich dir zu viel? Hast du mich? Ich stelle den Tagesverlauf dar. Was bin ich? Das müsste die Sonne sein. Zeit ist sofort raus, weil um Zeit... Pflanzen wenden sich nicht für ihre Lebenskraft an Zeit. Wasser würde da noch passen. Bisschen von mir liebst du, gebe ich dir zu viel. Hast du mich? Ja. Ist nicht ganz falsch. Aber Wasser stellt... Ah, okay. Ebbe und Flut. Wasser würde auch den Tagesverlauf darstellen. Sehe ich ein. Aber Sonne ist einfach die deutlich geradlinigere Wahl. Richtig. Sehr gut. Und jetzt beantworte mir eine letzte Frage. Vor mir kannst du nicht fliehen. Ich werde nie müde und ruhe nie. Du siehst mich zwar nie, aber wir beide bewegen uns ständig aufeinander zu. Was bin ich? Sonne ist raus, Sonne kann man sehen. Ehre. Kann ich vor Ehre fliehen? Wird Ehre müde? Ehre kann man nicht sehen, aber bewegt man sich ständig auf die Ehre zu? Also ich finde, das passt irgendwie nicht. Und damit bleibt nur Schicksal übrig. Und Schicksal ist auch hier so die ganz
klassische Antwort irgendwie. Richtig. Pah, abgemacht ist abgemacht, sagt er. Ich glaube, ich schulde dir etwas. Der Wälzer wird mir nicht lange fehlen. Ich hole ihn mir einfach später von deiner Leiche, sagt der Kobold. Ein Gebetsbuch. Kann das was? Symbole einer längst vergessenen Sprache. Benutzen kann ich das nicht. Okay. Ich vermute, damit können wir unter Umständen für ein Upgrade wieder zu dem Kerl gehen.